Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Wir haben einen Gast hier. That's me. Das ist Nico, das ist mein Freund. Hallo. Man schreibt mich mit K. Mit K, ganz wichtig. Nico mit K, auch auf Twitch und Co. vertreten, ne? Gell? Mhm. Auf Twitch, mhm. Gell? Mhm. Das Einzige, was ich in meinem Leben bisher hier durchgezogen habe. Es ist heute Nicos großer Tag. Es ist sein erster Schultag. Und zwar wird er heute in ein Cosplay gesteckt. Er ist mein allererstes Cosplay, wenn man Halloween-Kostüme lässt. Das zählt nicht. Gut, das ist mein allererstes Cosplay. Wir machen das nicht komplett ohne Grund, denn dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Google Play für die diesjährige Google Play-Kampagne. Und es geht heute um Genshin Impact. Ich habe schon mit Genshin Impact zusammengearbeitet und ich freue mich mega, dass es jetzt nochmal passiert. Denn die Charaktere sind der absolute Wahnsinn. Die sehen immer so geil aus, die Designs sind top. Genshin Impact ist ja nicht nur ein PC-Game, sondern auch auf dem Handy. Und ich freue mich darüber sehr, weil ich so oft unterwegs bin. Deswegen ist es cool. Und es gibt nämlich jetzt das neue 3.0-Update. Das heißt, wir bekommen eine komplett neue Region. Und dazu passend sind wir auch hierher gekommen, um euch zu sagen, dass wir morgen, wenn ihr dieses Video seht, sind wir schon geflogen wahrscheinlich, nach Ägypten fliegen werden. Weil wir haben uns nämlich gedacht, wir gehen erstmal in die Wüste. Gucken mal, wie es in Real Life ist, bevor wir in die Wüste in-game gehen. Richtig. Ich war selbst noch nicht da. Ich auch nicht. Ich freue mich sehr darauf. Die neue Welt hat einige richtig coole Wüstenlandschaften. Die hat zum Beispiel Tempel, in die man so reingehen kann. Und das sieht so cool aus. Das ist wirklich, wirklich geil gemacht. Also es gibt sogar Pyramiden. Deswegen haben wir uns auch gedacht, Ägypten könnte nicht passender sein. Das heißt, wir haben uns auch was Witziges ausgedacht. Das kommt dann bald online. Und zwar werden wir da auch mit Cosplay hingehen. Wenn ihr das Video nicht seht, dann habt ihr was verpasst. Ich bin mir sicher, das wird ein absolutes Chaos. Auf jeden Fall vielen Dank auch an Genshin Impact an dieser Stelle. Ich freue mich richtig über diese Zusammenarbeit und du freust dich jetzt auch auf deinen Charakter, oder? Oh, yes! Ich werde jetzt noch nicht direkt verraten, was für ein Charakter wir cosplayen, denn es gibt einen wichtigen Punkt, den wir zuerst noch erledigen müssen. Mhm. Dein Bart muss ab. Oh. Ja, mein Bart muss ab. Es tut mir so leid, aber er muss weg. Ja. Also, komm, ich würde sagen, wir machen mal den Bart gar weg. Nicht lang, mach einfach. Schnips und klatschen. Schnipsen. Ist gar nichts passiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert habt, ich habe euch schon mal Raiden Shogun gecosplayt und das war so ein Vibe. Ich habe es einfach so gefühlt, das war der Wahnsinn. Das ist einer der schönsten Charaktere meiner Meinung nach bei Genshin Impact. Und das Coole ist, man kann auch mit Freunden zusammenspielen, wenn man möchte. Ich habe es mit Anni gespielt. Anni, Gruß an dich an dieser Stelle. Und wenn ihr wissen wollt, was das Coolste ist, das Ganze ist kostenlos. Das heißt, wenn ihr Bock habt, es auszuprobieren, der Link ist natürlich in der Infobox. Ihr könnt vorbeischauen. Also wer Bock hat, einfach mal in eine komplett neue Welt einzutauchen, die wirklich ganz, ganz, ganz anders ist als die tatsächlich reale Welt. Mit so ein paar Parallelen. Der ist bei Genshin Impact auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Ich hoffe, dass Nico jetzt bald mal fertig ist, denn ich würde nämlich gerne mal anfangen, seinen Charakter vorzustellen. Forever 18. Süß siehst du aus. Guck mal. Ich hatte keine Wahl, Kinder. Was soll ich machen? Okay, ihr habt es alle erraten. Man kann unschwer erkennen. Ich werde Kamisato Ayato. Das hätte ich sofort erkannt, wenn ich dich jetzt sehe. Du siehst schon jetzt 1:1. Die lila genau Haare so sind aus. Am Start. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, ehrlich gesagt. Oh, Concealer, bitte. Ich habe letzte Nacht echt nicht gut geschlafen. Okay, ich mache dir jetzt erstmal so eine Base, weil der Gude, der sieht ordentlich jugendlich aus. Kamisato Ayato. Der Kamisato Ayato ist jung. So jung wie du? So jung wie ich. Aktuell bin ich der junge Anführer des Kamisato-Clans. Und was hast du noch? Du hast noch eine Schwester. Ich habe eine Schwester. Eventuell habe ich mir ein Cosplay vorbereitet für Ägypten. Für mich. Eventuell werden wir Geschwister sein. Vielleicht. Auf jeden Fall hast du so wunderschöne blaue Haare. Ganz tolle blaue Haare. Die ne? Haare, die Haare. Und schaut mal, was ich hier vorbereitet habe. Das hier werden deine Haare. Ich kann euch nicht beschreiben, wie abgrundtief hässlich diese Perücke war, als ich sie bekommen habe. Das stimmt. Die war abgrundtief hässlich. Es war wirklich an. Schlimm, aber ich glaube, ich habe es ganz gut gerettet. Ich bin sehr gespannt, wie du damit aussiehst. Es ist ein bisschen deine Augenfarbe, guck mal. Aber falls ihr sehen wollt, wie ich sie so ein bisschen gerettet habt, ich blende es euch jetzt ein bisschen ein. Die Perücke war noch hässlicher als jetzt, weil da hatte ich sie schon ein bisschen durchgekämmt. Ich habe die mit richtig, richtig hartem Haarspray so ein bisschen hochtupiert und ein bisschen geformt und immer wieder angeföhnt, damit es eben die Form behält. Und es war echt ein bisschen, ja, zeitaufwendig, aber diese kleinen Spitzen sind eben extrem wichtig, gerade für die ganzen Looks in diesem Bereich im Cosplay. Es ist so, so häufig so, dass sie eben so ein bisschen geformt werden müssen. Das heißt, hartes Haarspray, bisschen föhnen, ein bisschen zurechtpinnen und dann einfach hoffen, dass alles gut geht. Und ich glaube, es ist ganz gut gegangen.
Okay, die Perücke sitzt schon mal. Ich bin sehr gespannt. Dein Charakter, ein richtig süßes Gesicht. Das sieht ein bisschen aus wie der Eyeliner, ehrlich gesagt. Ich freue mich so auf das Outfit. Das wird der Wahnsinn. Ich bin traurig, dass wir keinen Bubble Tea haben, weil der trinkt das die ganze Zeit in dem Bildschirm von dem Charakter. Das ist so witzig. Das ist so witzig einfach. Wir machen jetzt dein Make-up. Komm, ich freue mich. Ich brauche jetzt Foundation. So. Oh. Mm. Primer? Ja. Darf ich mitmachen? Oh. Das machst du wahrscheinlich. Was haben wir noch? Okay, wir machen das. Kamisato Hayato! Er kommt schon ganz in Character, offensichtlich. Aber der ist nicht so. Der ist eher chill, ne? Ja, ja, der ist eher chill. Der ist, ein der bisschen ist eher chill, geht nie raus, kann Menschen nicht leiden, ist sehr pflichtbewusst. Ich als männlicher Charakter. Ich bin nicht pflichtbewusst. Ich bin so froh, dass du das gesagt hast. Kamisato Hayato. Hast du jemals gedacht, dass du in einem Cosplay landen wirst? Ja. Aber nicht in dem Bereich. Jedes Mal, wenn ich eingeladen werde, weil ich kann wahrscheinlich nicht leiden, reiß ich so ab mit denen. Mit den Kostümen? Mit den Kostümen. Ich mache mir meine Kostüme selbst. Meistens. Ja, du bist ja schon ein halber Cosplayer dann. Ja, sag ich doch. Du bist auch so ein Baby. Baby-Co. Machst du mal so? Endlich ist er ruhig. Gut, machst du das. Das ist endlich ist er. Guck dir das mal an. Du hast eine Aufgabe. Eine. Du wirst immer jünger. Ich werde immer jünger. Ich suche mal ein kleines bisschen leer ran. Näher wollen wir nicht. Wollt ihr mich in Lebensgröße sehen? Nee, geh wieder zurück, das ist gruselig. Oh, das kritzelt. Kritzelt? Also ich gebe dir jetzt schon mal so ein bisschen Highlights wenigstens. Welcher Pinsel ist das? Der Peaks? Entspricht nicht seinen Erwartungen. Entschuldigung, guck mal nach oben. Guck mal nach oben und ich mache dich hier. Au, das Peaks halt wirklich. You'll be okay. It's gonna be fine. Warum hast du nicht Angst vor Nadeln? Da hast du Tausende. Da hast du Tausende in der Hand gerade. Nicht vergleichbar. Hast du Angst? Mhm. Was? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mir gerade vorgestellt, es ist eine Hasenpfote, die mir im Gesicht rumwischt. Oh, guck mal, wie klein und süß du aussiehst. Ich sehe klein und süß aus. Ich sehe tot aus. Ich bin eine Wasserleiche. Machst du meine buschigen Augenbrauen buschiger? Hallo. Deine Augenbrauen müssen lila werden. Hast du meine Augenbrauen geprimed? Ist das, was du gemacht hast? Ja. Das Ding ist, ich habe es gerade gemerkt, er hat ja viel, viel dünnere Augenbrauen als du. Hä? Er hat ein viel, viel dünneres Gesicht als ich. Also, was machen wir dagegen? Beten. Auf der Augenbrauen hochzuziehen. Ich schwöre dir. Ich schwöre. Boah, vor der Kamera bei anderen Leuten Make-up machen. Ich muss mich immer so verrenken. Ah, siehst du da hinten diese kleine lila Flasche hinten dran? Nee, nicht die. Die hinten dran. Nein. Die lila Flasche. Ja, nein. Alles raus. Die hier? Nein! Auf der anderen Seite. Das ist das Einzige. Nein, da drüben. Ja. Nein! Der sieht so ein bisschen worried aus. Machst du auch gerade, deswegen passt es ja ganz gut. Du bist nicht worried, er ist ernst. Okay, hör auf, jetzt deine Augenbrauen zu bewegen. Das ist so ein unterbewusstes Ding. Weißt du? Also hier sieht es richtig gut ja, aus. Ja, hier sieht es auch gut aus, aber da nicht. Es ist so schwer, nicht den hier zu machen, warum auch immer. Und dann kommt die Linie so raus irgendwann. Stop! Es ist so schwer! Wie kann das denn so schwer sein, einfach nichts zu tun? Oh, die heiß. Vor allem, wenn gerade was mit dir passiert, ich würde am liebsten den hier machen, weil ich die ganze Zeit so voll gespannt bin. Voll interessiert, also gehen die Augenbrauen hoch, das kontrolliere ich nicht. Ich mache es mal die andere off-camera, sonst sitzen wir hier morgen noch. Das sieht gut aus. Okay, soweit so gut. Komm mal ein bisschen näher. Die Augenbrauen sehen witzigerweise in Kamera einfach viel blöder aus als in real life. Wir lassen es jetzt mal gucken, wie es mit den Haaren harmoniert und so. Aber ich mache dir jetzt noch einen Eyeliner. Der gute sieht ein bisschen aus, hat dann Eyeliner drauf. Kann einfach nur das Character Design sein, aber ich glaube, es würde dir gut stehen. Der hat sogar Lashes. So? Kannst du einmal jetzt außenweise deine Augenbrauen hoch machen? Das fühlt sich so widerlich an. Also so ein toten Regenwurm an meinem Auge entlang reiben. Guck mich mal an. Oh nein! Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Schlupflied des Todes, ne? Ja, ich weiß. Der Eyeliner ist nicht ideal geeignet. Machen das erstmal wieder weg, weil der Eyeliner, der packt das einfach nicht. Was denn? Ja, du hast so geschrumpelt hier, dass ich nichts mehr gesehen habe. Ich habe geschrumpelt? New Skill unlocked. Augen schrumpeln. Oh, was ist das denn für ein Pinsel? Schon wieder der gleiche. Boah, der tut voll weh. Du tust auch weh. Der tut... Ich würde dir jetzt gerne Tightline geben. Weißt du, was das ist? Mhm. Er weiß nicht, was das ist. Mein Gott, wenn du mir ins Auge malst, kann ich wieder was sehen danach? Wenn, irgendwann? Wenn du jemals redest, dann male ich dir ins Auge. Mal dir auf die obere Wasserlinie. Aber von unten? Mhm. Auf die obere Wasserlinie da rein. Ah ja, du malst mir auf die obere Wasserlinie.
von innen. Jetzt malt hier mal meine Wimpern an. Sag doch mal den Menschen, was du da machst im Internet. Ich sette das jetzt. Mit was settest du das? Mit Lidschatten. Damit es nicht klebt, damit es nicht verschmiert. Mhm. Das wird auch wahrscheinlich trotzdem verschmieren, aber. Ja, weil ich halt meine Augen schrumpel. Schon besser, oder? Ja. Sagst du, dass die Foundation creased? Ja, weil du die ganze Zeit so machst. Hast du die auch nur einmal gesettet? Ja, hab ich. Mit Puder? Ja, mit Puder. Warum hast du sie mir nicht gekriegt? Weiß ich auch nicht. Oh mein Gott, das sieht so aus, als würde es mir genau ins Auge stechen. Alter, das sieht so aus. So, direkt. Was soll ich denn machen? Nee, ich stich mir nicht ins Auge. Stop! Nicht so viel Blödsinn machen müssen. Ich mach keinen Blödsinn, ich schreie, weil ich Angst habe. Darf ich meine Gefühle nicht zeigen? Nein. Oder was? Ich bin ein Mann. Ja. Toxisch. Dein Lieblingspinsel? Das ist schon viel angenehmer. Das ist besser als Hamsterpopo. That's the best I can do right now. I feel like I could lead a clan right now. Nochmal Augen zu. Ah, Timpanwusche kommt auch. Ich bin nur so ein bisschen. Das läuft doch jetzt nicht. Mann! Ich habe mein Auge zu und mit dem ziehst du mein Auge halt auf. Das ist halt sau witzig. Ich kann nichts dagegen machen. Oh, look at you, you cute little potato. Potato? Warum malst du mir die Wimpern unten an? Nur so was Spannendes ins Video. Kannst du mal bitte nicht reden, wenn ich einen Eyeliner mache? Ich musste blind, okay. Du, im Moment ist das voll gefährlich. Aber dann redet er, während ich Eyeliner mache. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Das ist sein least favorite Video wahrscheinlich, weil er nicht reden darf. Ich hasse. Wisst ihr, was er ist? Also der Charakter, nicht du. Wenn man Clean Girl Make-up nimmt, ist er das männliche Pendant dazu. Er sieht aus wie ein Clean Boy. Clean Boy. Ich komme mit Mop und Eimer. Siehst du, wie klingt, wie sauber machen? Mhm. Sag dir, kein Lächeln, kein Räuspern, Mann, ich bin konzentriert. Der war gar nicht so schlecht. Schreib mal bitte, schreib's mir, okay? Mhm. Schreib's nicht für sie, schreib's runter. Ich will wissen, ob der witzig war. Clean Boy. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Kontur. Der Gesicht ist nämlich snatched. Seit Corona ist mein Gesicht ziemlich rund geworden. Also gibt der Kontur mal richtig. 6 Kilo weniger durch dreimal tippen. Das kitzelt. Das ist halt so eine sensible Zone jetzt mittlerweile, weil ich einen Bart da habe, bin ich nicht gewohnt, angefasst zu werden. Das ist ganz seltsam gerade. Getting there. Wow. I can see it. I can feel it. I can be it. Ich bin Kamisato Ayato. Ich mag Gehorsamkeit, habe ich gelesen. I'm sure certain people are starting to grow rather nervous right about now. Eine Sache fehlt noch. Mal so. Du hast da wirklich einen. Ja, habe ich wirklich, wollte gerade sagen. So, jetzt tappen wir da noch ein bisschen drüber, damit es nicht so super unecht aussieht. Ich würde sagen, wir ziehen dich mal um, oder? Ist es schon soweit? Ich will mir erstmal die Perücke holen, oder? Ich will mir erstmal die Perücke sehen, bevor ich es anhabe. Kamisato Ayato. Oh, andersrum. Kamisato Ayato. Eigentlich könnte ich genauso bleiben. Es ist Zeit, sich umzuziehen, Nico. Die Haarfarbe passt perfekt zu den Augenbrauen. Die passt halt perfekt, perfekt. Ich hab ein bisschen aus so ein Katy Perry. Okay, Nico? Oh, ich soll schon mal reinlaufen? Ja. Okay. Darf ich mir da draufsetzen? Ja. Hallo. Hey, wie cool siehst du denn aus, bitte? Kamisato Ayato. Ich brauche ein Schwert. Moment, wir müssen noch so ein paar Kleinigkeiten machen für den Final Review, also sehen wir uns jetzt gleich wieder. Okay, Leute, Cosplay Review. Tada! Es ist ein Wunder, dass ich in den kleinen Handschuh reinpasse. Ich habe echt gedacht, es passt nicht. Also ich finde, wir haben das ganz gut getroffen. Hier mal Side-by-Side Comparison. Von den beiden Charakteren. Achso, nee, war in die Richtung am besten, oder? Das mache ich eh nicht mit dir jetzt. Hier mal Side by Side. Habe ich schon gesagt. Ich wollte es auch sagen. Wie fühlst du dich, Nico? Ziemlich badass. Ich weiß aber nicht, warum. Ganz schwer zu erklären. Ich weiß nicht, warum man sich da so geil fühlt. Also, ich will nur kurz mal sagen, das Schwert ist nicht so wie das Originalschwert, weil das habe ich zeitlich nicht mehr geschafft. Aber immerhin hast du überhaupt eins bekommen. Okay. Klar. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich bin stolz. Ich finde, das steht dir wunderbar. Ich finde auch, dass es dir sehr gut stehen wird in der Wüste. Mir ist jetzt schon ultra warm. Und wir haben hier 23 Grad. Ja, das ist 33 Grad. Also ich finde, es steht ihm ausgezeichnet. Du bist perfekt für die Rolle, würde ich sagen. Dankeschön.
Dankeschön. Aber ich glaube, du redest noch, mehr als er. Also wenn jetzt noch 20 Kilo abnehmen, dann wäre das perfekt. Ja gut, der ist halt auch slim slim, ne? Der ist halt slim slim. Der ist slim slim. Ja, vom Charakter her passen wir nicht wirklich zusammen, weil ich bin eher der goofy Typ und er ist so der Ernste. Aber es ist auch so schön, dich mal in einer anderen Rolle zu sehen, wo du weniger reden sollst. Du meinst ohne Bart? So toll. Ich würde so gut wie gar nicht reden. Ich werde Menschen aus dem Weg gehen, ich würde nur heimbleiben, ich würde meine Dokumente. Der Head Clan, aber irgendwas? Kamisato Clan. Nein, der macht nur noch was anderes. Er ist Kommissar oder sowas. Polizeiarbeit. Bruder, keine Ahnung. Bruder. Du bist mein Bruder. True. Unterschätzt mich nicht, weil ich bin so ein Typ, der sagt nichts, aber wenn es drauf ankommt, mache ich euch alle platt. Ich frage mich halt, wie kann man jemanden unterschätzen, der so ein Outfit hat? Ist so. Also, Entschuldigung. Oh mein Gott. Ich habe viel zu viel Spaß da drin. Ich werde noch Cosplayer. Nimm das mal in die Hand. Wenn Ellie das Cosplay für mich fertig macht und ich es eigentlich nur anziehen muss, dann werde ich Cosplayer. Toll, danke. Cheers. Wenn ihr Genshin Impact auschecken wollt, wie gesagt, Link ist in der Infobox. Es lohnt sich wirklich. Es kostet nichts, kostenlos, kostet gar nichts. Kannst du auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem PC und auf der Konsole spielen. Ja, Entschuldigung. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ey, was machst du da? Spiel. Ohne mich. Wenn ihr sehen wollt, wie mein Gegenstück zu diesem Cosplay hier aussieht, dann wartet auf das Video, was dann noch kommt aus der Wüste. Das werdet ihr dann sehr bald sehen. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ich hätte so Bock, mehr im Cosplay-Bereich zu machen. Same. Auch mal, also auch mehr selber machen, mehr, weißt du was? Same, ich hätte voll Bock drauf. Ich habe da so Bock drauf. Das Schwert zu machen von Raiden hat mir so viel Spaß gemacht. Soll ich was sagen? Ich habe einen 3D-Drucker daheim. Und ich habe ihn eigentlich zum Großteil nur gekauft, weil ich Cosplays machen wollte. Ich habe angefangen, mir so eine riesen Axt zu drucken. Und dann habe ich halt aufgehört. Ich habe jetzt eine halbe große Axt daheim. ADHD in a nutshell. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Oder auf meinen anderen Plattformen. Instagram, TikTok, bei ihm auf Twitch. Warum auch nicht? Ich verlinke es euch alles gerne. Übrigens streame ich heute so. Ja, genau. Aber das habt ihr jetzt verpasst, wenn das Video online geht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.